Tag, ich bin Leo, euer Radio-Teddy-Reporter. Wir sind wieder unterwegs auf den Spuren der Energiewende. Ganz Deutschland versucht ja gerade auf grünen Strom umzuschalten. Und die Gedanken, die einem da so kommen, sind Solarzellen, Windräder. Aber offensichtlich spielen Magneten auch eine große Rolle bei der Energiewende. Und um darüber mehr herauszufinden, sind wir jetzt hier in dieser riesigen Garage voller wissenschaftlicher Gerätschaften, Gitterdrähte und offensichtlich gigantischen Gastanks. Also ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier erfahren. Ich treffe mich mit zwei sehr klugen Leuten und zu denen gehe ich jetzt hin. Kommt mal mit. Hallöchen, ich bin Leo. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Hallo Leo, ich bin der Klaus. Ich bin Professor an der Physik, für Physik an der Freien Universität und leite hier am Helmholtz-Zentrum eine Gruppe, die sich mit Magnetresonanzspektroskopie beschäftigt. Also wir untersuchen Materialien hinsichtlich ihrer magnetischen Eigenschaften. Hört sich wahnsinnig kompliziert an. Im Endeffekt suchen wir die Diebe in den Solarzellen. Spannend. Ja, und mit wem habe ich hier das Vergnügen? Ich bin die Annika, ich bin Forscherin, Wissenschaftlerin und arbeite in einer Forschergruppe, die mehr mit Batterien zu tun hat, Batterieforschung, aber auch Magnetresonanz benutzt, was auch Klaus' Arbeitsgruppe benutzt, um Batterien zu analysieren. Spannend, da ist das Stichwort jetzt schon zweimal gefallen, Magnetresonanz, darum soll es heute gehen. Ich habe noch keine Vorstellung, was das ist, aber dafür seid ihr beide da. Zeigt ihr mir mal, wie es funktioniert? Ah, auf jeden Fall, wir haben kleine Experimente vorbereitet, Annika und ich, und die können wir uns jetzt mal anschauen. An. Auf geht's, ich folge euch. Okay, das sieht schon cool aus. Ihr habt ja einen ganzen Tisch mit Sachen vorbereitet. Was hast du dir da jetzt geschnappt? Das ist ein atomares Modell, so wie eine Solarzelle unter Milliarden, milliardenfacher Vergrößerung ausschaut. Dass man die einzelnen Atome sieht. So sieht also eine Solarzelle aus, wenn man ganz, ganz nah rangeht. Und nur um das nochmal einzufangen, Atome waren einfach die ganz kleinen Teilchen, aus denen einfach alles ist. Alle Materialien sind am Ende aus Atomen, also auch die Solarzelle. Genau, und das, was wir benutzen, ist Silizium und das ist das zweithäufigste Element in der Erdkruste. Also es gibt es wie Sand am Meer, weil Sand ist zum Beispiel auch Silizium. Siliziumoxid, Silizium und Sauerstoff drin. Was ich mich frage, was ist dieser kleine rote Nupsi in dem Ganzen? Genau, ich muss jetzt dafür sorgen, da sind ja Ärmchen und an der Oberfläche, also da, wo der Kristall aufhört, ist ja ein freies Ärmchen. Das sieht man, hier ist ein freies Ärmchen, da ist ein freies Ärmchen. Und ein freies Ärmchen ist gar nicht gut für den Strom. Ein freies Ärmchen kann nämlich nach den Elektronen grapschen. Das ist sozusagen ein Stromdieb. Das heißt, das grapscht sich die Elektronen, hält sie fest und damit ist der Strom für die Nutzung verloren. Und danach sucht ihr. Ihr seid quasi die Strompolizei mit eurem Verfahren hier. Wir sind die Strompolizei und wir haben jetzt Methoden entwickelt, mit denen wir diese Diebe dingfest machen können. Und dazu müssen wir einen Fingerabdruck der Diebe nehmen. Und dieser Fingerabdruck ist bei uns ein magnetischer Fingerabdruck. Ah, da kommen die Magneten ins Spiel. Ganz genau. Und diese magnetischen Eigenschaften, die dieser Stromdieb hat, die können wir extrem genau messen. Und dann kriegen wir ein Abbild von diesem Dieb und können genau sagen, wer war's. Und zwar unter einer Milliarde Menschen können wir diesen Stromdieb sofort eindeutig identifizieren. Unendlich präzise. Dann zeigt mal eure Fahndungsmaterialien hier. Das sind all die Sachen, die ihr hier aufgebaut habt, korrekt? Ja, das ist jetzt die magnetische Polizeischule. Ich muss sagen, das Erste, was mir auffällt, ist der wortwörtlich schwebende Kreisel. Was haben wir da vor uns? Ja, das ist einer der Stromdiebe. Was wir hier jetzt sehen, ist, wir haben einen Magneten unten. Den sieht man natürlich jetzt nicht, dieses Magnetfeld, was drumherum steht. Aber der Stromdieb sieht jetzt dieses Magnetfeld um sich herum. Und er kann dann halt natürlich auch drauf rotieren. Und diese Rotation, diese ganz leichte Schwingung, die man hier oben hat, die nutzen wir in der Magnetresonanz, um halt diese Stromdiebe zu identifizieren. Okay, also das heißt, dieses ganz leichte Wabbeln dieser gelben Spitze ist quasi dieser Fingerabdruck, von dem wir eben schon gesprochen haben. Ja, genau. Okay, und was ist das jetzt für ein witziges Ding? Das sieht jetzt aus wie ein Kofferradio, aber es ist genau eine Frequenz eingestellt. Genau, es ist, nennt sich Oszilloskop und damit kann man jetzt Sachen darstellen, die wir hier messtechnisch erfassen. Und es geht mit diesem Experiment darum, jetzt genau diese charakteristische Wobbelfrequenz zu messen. Es ist also auch so ein bisschen Spurensuche. Ihr müsst so lange an diesem hinzukommenden Magnetfeld herumdrehen und basteln, bis ihr genau die richtige Frequenz gefunden habt. Und das zeigt euch dann, welche Art von Stromdieb das ist. Genau. Die Kurve sagt uns, wo die Resonanz ist und wie breit die Resonanz ist. Und das entscheidet dann, wer der Stromdieb ist. Und das kann man extremst genau machen. Das ist ja auch wichtig, saubere Beweisführung hier in der Stromdetektei.
Und jetzt bleibt nur noch die letzte Frage. Ich sehe eine sich wie wild drehende Billardkugel. Wie spielt die in den ganzen Spaß hier rein? Diese Billardkugel symbolisiert jetzt unseren Stromdieb. In der Billardkugel ist ein Magnet drin, der sozusagen die magnetischen Eigenschaften des Stromdiebs darstellt. Die macht jetzt auch eine Wobbelbewegung. Das sieht man an diesem roten Punkt hier. Der macht eine ganz langsame, viel langsamer als das, was wir eben gesehen haben, damit wir es besser symbolisieren können. Und wir wollen mit dem Experiment jetzt zeigen, wie diese veränderte Frequenz dafür sorgen kann, dass die Richtung von diesem roten Punkt auf die andere Seite wandert. Dass wir also den Stromdieb auf den Kopf drehen. In diesem Fall ist es nicht auf den Kopf, sondern wir drehen den um 180 Grad nach hinten. Das mache ich jetzt mal. Er schaltet, ich gucke. Immer ein leichtes Hin- und Herklacken hört ihr vielleicht im Hintergrund. Die Magnetfelder werden umgeschaltet und ich sehe schon, die Kreise der Billardkugel werden immer größer und größer. Sie ist jetzt schon so ungefähr auf dem Mittelpunkt. Ja, jetzt ist sie definitiv in der Mitte. Der rote Punkt ist oben. Na. Ja, tatsächlich ist zur Seite gekippt. Und jetzt ist die Billardkugel auf der anderen Seite. Genau, und jetzt haben wir den Stromdieb auf den Kopf gedreht. Und diese Frequenz, diese Klackfrequenz, die ich jetzt gemacht habe, das wäre jetzt die charakteristische Frequenz des Stromdiebs. Ja, und wenn du damit aufhörst, dreht er sich wieder zurück? Genau, nach einer gewissen Zeit dreht er sich wieder zurück in seine Urstellung, weil er möchte am liebsten in diesem Fall nach hier vorne zeigen. Und das ist der Ruhezustand des Stromdiebs. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, das sagt auch ganz viel über die Wechselwirkung des Stromdiebs mit dem Kristall aus. Und da steckt wahnsinnig viel Information drin und die nutzen wir auch, um den Stromdieb zu identifizieren. Es ist also nicht nur die Frequenz, sondern auch wie lange er braucht, um sich wieder vom Kopfstand auf die Füße zu stellen. Du machst nochmal was anderes mit all diesen Werkzeugen, richtig? Genau, ich bin zwar auch ein Stromdetektiv, aber ich gucke mir jetzt nicht diese Bösewichte an, sondern ich gucke mir Batterien an. Das will ich jetzt aber unbedingt noch mal sehen. Wo müssen wir lang? Einmal nach da drüben zum großen Magneten. Okay, ich habe ja schon gemerkt, alles ist hier ein bisschen größer. Ist das Ding jetzt deine Batterie? Ich meine, so grob von der Form her passt's. Hä? Ja, noch nicht so ganz. Das ist ein Probenkopf. Diesen Probenkopf, der kommt in den großen Magneten. Das ist jetzt aber noch nicht die Batterie. Die Batterie, die ist hier oben drin. Und zwar sieht sie nicht so ganz aus wie eine Batterie, die man so kennt. Aber wenn man es so ranhält, ja, ist das schon. Man hat einen Pluspol und man hat einen Minuspol. Und es ist auch so zylinderförmig, diese Batterie. Und man hat so eine Spule, wie wir auch eben drüben hatten, die drumherum sitzt. Ah, das heißt, diese kleinen Silberringe sind jetzt quasi die beiden großen Kupferspulen, die wir eben drüben im Beispiel hatten. Genau, also die Kupferspulen, die sozusagen um die Probe drumherum sitzen. Also wir wollen herausfinden, wie lange kann so eine Batterie laufen und warum funktioniert sie vielleicht überhaupt gar nicht? Warum geht eine Batterie kaputt? Und das kann man ganz gut sehen auf diesen Spektren, die wir aufgenommen haben. Das ist jetzt so ein buntes Farbenspiel in Grün, Gelb und Rot auf einem Computer. Das sagt mir jetzt zuerst gar nichts, aber was siehst du darin? Genau, ganz grob gesehen, also wir haben ja unseren Pluspol und unseren Minuspol, kann man auf der einen Seite sehen, was an einer Elektrode in der Batterie passiert und dann auf der rechten Seite, was passiert auf der anderen Seite. Das sind jetzt zum Beispiel drei Zyklen, die hier aufgenommen wurden. Also man lädt und entlädt, das ist ein Zyklus. Und man kann genau sehen, was auf den unterschiedlichen Polen passiert in der Batterie. Und dieses Bild wird durch das gleiche Verfahren erzeugt, was wir da drüben ausprobiert haben. Dieses ganz schnelle Hin- und Herschalten von Magnetfeldern. Ja, genau. Also Magnetresonanz ist genau so auch hier benutzt. Nur, dass wir uns halt die Kerne angucken. Und der Magnet ist wesentlich größer. Man sieht, der ist zweimal so hoch wie ich. Da hat man ordentlich viel magnetische Kräfte. Viel Platz ist zur Decke nicht mehr, das stimmt schon. Mann. Das ist schon faszinierend, was man alles mit Batterien so anstellen kann. Und mit Magneten vor allen Dingen. Ja, ihr zwei, eine Frage bleibt mir noch. Eure Arbeit zusammengefasst in ein paar Sätzen. Wie hilft die denn der Energiewende jetzt weiter?
Also bei uns ist es so, dass wir die Stromdiebe in Solarzellen identifizieren. Wir versuchen sie entweder zu eliminieren oder ihnen irgendwelches Spielzeug an die Hand zu geben, dass die Ärmchen nicht mehr greifen. Und damit werden wir die Solarzellen verbessern, also der Wirkungsgrad wird besser. Damit werden die Kosten für den Strom geringer und damit wird es insgesamt viel interessanter, dieses als alternative Energie einzusetzen. Und bei dir? Naja, Batterien werden immer besser, werden immer toller, aber das kommt natürlich von den ganzen verschiedenen Materialien, die neu rauskommen, die durch die Forschung überhaupt vorangetrieben werden. Aber um dann wirklich herauszufinden, ob das in den Batterien funktioniert oder nicht, dafür ist die Magnetresonanz sehr gut, um halt genau zu sehen, was in diesen Batterien wirklich passiert. Bessere Solarzellen, bessere Batterien. Vielen Dank, dass ihr diese Arbeit macht und vielen Dank, dass ich mir das alles anschauen durfte. Gerne. Vielen Dank. Bis dann.